So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ist mal wieder Zeit gewesen, ein Q&A. Ihr habt auf Instagram eure Fragen gestellt und die besten habe ich schon rausgesucht, damit das nicht so eine lange Sache wird wie letztes Mal. Weil das sind viele Fragen, die haben sich irgendwie immer gedoppelt und die wurden schon oft gestellt. Und deswegen picke ich jetzt nur die raus, die ich noch nie beantwortet habe. So, wir starten direkt rein. Lukas Enduro schreibt, komm mal nach Freiburg. Ja, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber geschrieben. Ist auf jeden Fall auch im Programm. Freiburg ist leider nicht ganz so um die Ecke, dass man da mal eben so hinfährt. Aber ich habe gesehen, dass es da super, super viele Trails gibt und dass man da auf jeden Fall mal hinfahren sollte. Dann Vitus Trupper, Foxort Rockshocks. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Vielleicht Fox oder Rockshocks, wenn das heißen soll. Ich fahre Rockshocks, Dämpfer und Gabel. Wenn im nächsten Bike Fox ist, ist das vielleicht auch cool. Ich bin jetzt noch nicht so viele Bikes mit unterschiedlichen Gabeln und Dämpfern gefahren, dass ich sagen kann, hey, das eine ist viel besser als das andere und ich brauche unbedingt Fox. Keine Ahnung. Ich glaube aber auch, dass bei dieser ganzen Diskussion um neue Fahrräder kommt es einfach viel mehr darauf an, wie gut man fahren kann. Und ich sehe Leute zum Beispiel mit 150 mm Federweg, die alles fahren können damit. Und es gibt aber auch Leute mit 200 mm Federweg, die halt auch alles fahren können. Also ich glaube, es kommt viel, viel mehr auf den Fahrer an, als auf das Fahrrad. Speedy Nutty MTB fragt, wie alt bist du? Ja, das wüsstet ihr gern. Nee. Ich bin 29 Jahre alt, nicht mehr ganz der Jüngste und sehr, sehr spät angefangen mit dem Hobby. Aber egal, also ich habe Spaß daran und deswegen bleibe ich auch dabei. 2006-S- Warum magst du Tricks nicht so gerne beim Fahren? Ganz ehrlich, ich glaube, weil ich mich noch nicht so sicher fühle, dass ich irgendwie tricksen kann. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich habe ja diesen One-Hand probiert und habe einfach dann meinen Fuß plus Hand weggenommen vom Fahrrad und fühle mich einfach nicht wohl damit. Und ich muss aber auch sagen, es reizt mich nicht so krass sehr. Vielleicht liegt es daran, dass ich beim Breaken schon immer so Tricks und Moves gemacht habe und mich das deswegen nicht so reizt. Im Moment reizt mich eher sicher fahren, flott fahren, ja einfach nicht sich unsicher fühlen auf dem Fahrrad und halt eine gute Zeit haben. Wenn jetzt aber das alles irgendwann stimmt, vielleicht fange ich dann irgendwie auch an so zu tricksen, vielleicht macht mir das dann Bock. Ich hätte auch irgendwie Bock auf so ein Dirtbike, aber da stehen erstmal andere Sachen vorher an. Jaske privat fragt, steht mal ein neues Bike an? Irgendwann. Ja, irgendwann auf jeden Fall. Ich hätte gerne einfach immer noch ein E-Bike, einfach abgesehen jetzt vom Rennen, wo ich Uphill trainieren muss und ich den Uphill nicht mehr so schlimm finde, aber ich hätte trotzdem super gerne noch ein E-Bike. Einfach als Ergänzung, wenn man mal gemütlich fahren will und nicht irgendwie so ja, total tot schon sein will und einfach längere Strecken fahren möchte. Ich hätte einfach immer noch super gerne ein E-Bike. MTB Kilian Giant, wo kann man die Shirts kaufen, die du öfters in deinen Videos oder Instagram anhast? Link ist unten in der Beschreibung. Eigentlich in fast jedem neuen Video ist der Link in der Beschreibung und auf Instagram im Linktree ist der Link auch drin. M. Kleber fragt, was sagst du zu den neuen Spectrals? Ich feiere die neuen Spectrals richtig. Ich finde die Farbkombi geil. Der Preis passt, finde ich. Also hätte es damals dieses Spectral gegeben, hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht das Torque im Keller, sondern ein Spectral. Also ich fand auch, das ähnelt dem Torque halt sehr, 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 sehr stark. Aber ich merke auch gerade, viele, viele Bikehersteller bringen sehr, sehr interessante Trailbikes raus. Die haben alle ein bisschen mehr Federweg irgendwie. Ja, also ich glaube, dass die Zukunft cool wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt des Videos schon online ist, aber ich bin krass gespannt auf das neue Torque und das neue Sender, wenn die eins rausbringen vom Canyon. Ja, also da bin ich auf jeden Fall super gespannt. Danny Jutt fragt, wo Fullface am besten kaufen? Zwecks Anprobe, etc.
und Brillenträger, Goggles möglich. Fullface kaufen, also ich weiß ja nicht, wo du herkommst. Ich habe einen tatsächlich bei Amazon bestellt, weil das mitten im Lockdown war. Den zweiten habe ich bei Bike Discount gekauft, weil ich ihn anprobieren konnte. Man kann natürlich auch anprobieren gehen und dann später online bestellen, wenn man das günstiger kriegt, aber ich bin immer so ein Fan, irgendwie den Einzelhandel so ein bisschen zu supporten und dann eher noch hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe das bei Amazon oder wo auch immer in dem und dem Preis gefunden und gib dir mir das zum gleichen. Normalerweise sagen die niemals nein, würde ich auf jeden Fall so machen, habe ich schon ganz, ganz oft bei Elektronikartikeln gemacht. Und Brillenträger und Goggles möglich. Ja, also ich habe es schon oft gesehen. Steve hat auch eine Brille und hat auch Goggles. Also da spricht eigentlich nichts dagegen. Es kommt vielleicht ein bisschen auf die Brille an, die du trägst. Aber generell glaube ich schon, dass es möglich ist. Ich würde halt das Ganze auch anprobieren. Einfach in den Laden gehen. Guck mal, dass du einfach einen großen Laden findest, selbst so Fahrradläden wie Fahrrad XXL, die jetzt nicht so auf das Gravity Mountainbiken oder so spezialisiert sind, die haben auch alles. Und im Endeffekt, ich bin gar kein Fan von Sachen zurückschicken. Ich schicke fast nie Sachen zurück, wenn sie nicht passen. Aber du könntest die Sachen ja auch wieder zurückgeben. Aber bei den ganzen Mountainbike-Sachen bin ich echt ein Fan, die Sachen anfassen zu können, die Sachen mal anziehen zu können, und ich werde nicht mehr so viel so Sachen blind kaufen. Das mache ich, glaube ich, nicht nochmal. Yes! Das waren die wichtigsten, spannendsten Fragen aus dem letzten Q&A. Wisst ihr, alle paar Monate machen wir so ein kleines Update und dann beantworte ich euch alle Fragen offen und ehrlich. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch, Leute. Abonnieren nicht vergessen, denn es gibt immer noch so viele, die Videos gucken und nicht abonniert haben. Das ist echt traurig irgendwie. Ich weiß, für euch ist das eigentlich nur ein Knopfdruck und ihr bekommt dann auch die Videos gar nicht mehr angezeigt, sondern eigentlich ist es nur gut für mich. Wenn ihr mich supporten möchtet, das Ganze euch gefällt, lasst einfach mal ein Abo und einen Daumen da. Kommentare sind ja immer viele da, das freut mich mega. Das unterstützt die Leute auf YouTube mehr, als ihr denkt. Deswegen lasst einfach mal ein bisschen Liebe da. Wir sehen uns im nächsten Video dann wieder, bestimmt auf dem Trail, mit dem Bike und so weiter. Bis bald, macht's gut. Ciao.